Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Pelzer Stammtisch. Heute mit der Mrs. Jet Set aus Jet Mannheim Set. City und mir. Und zwar ist lustigerweise heute ein Thema dran, was die Jessie eigentlich wollte, aber die Jessie ist nicht da, weil Jessie ist auf der Kerbe. Kerbe hat man ja die letzte Woche drüber gesprochen. Ja, und zwar das Thema Schuhe. Ich glaube, das ist ein Thema für jede Frau, da kann jede Frau mitsprechen, weil Schuhe ist sowas wie eine Handtasche, das kann man immer kaufen, weil egal, ob man zu oder abnimmt, in der Regel passen die immer, wobei man muss dazu sagen, wenn man zunimmt und die Füße anschwillen, braucht man manchmal schon Ja. eine halbe bis eine Nummer größer. Wenn man abnimmt, dann werden die zu weit zum Teil, aber ich meine, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass man 20, 30 Kilo zu und abnimmt, sondern wenn man sich so in einer normalen Range befindet, passen Schuhe in der Regel oder ist was, was man kaufen kann. Ne? Würde ich muss sagen. Jein. Jein? Ja, also wenn du so kleine Viehs wie ich hast, dann Ah ist es schon ja. schwierig, weil die so unterschiedlich extrem ausfallen. Und zum Beispiel bei dir ist ja dann so, wenn du jetzt 38 als Grund hast, sage ich jetzt mal, und die fallen groß aus, dann gehe ich halt in Nummer 2 runter. Bei mir wird es dann schon schwierig. Ich kann halt bei 34,5 Schrägstrich 35 nicht noch 3 Nummern runtergehen oder so. Das ist dann halt Klettverschluss, wenn da komme ich zu kommen, dann zum Ja, bei Klettverschluss. dir ist es eh voll krass, weil irgendwie gefühlt habe ich das Gefühl, dass jeder nur noch Oh, ich habe da Kinderbergen noch ein hat. Kräuter. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass hier jeder so Kinderserg mittlerweile hat. Also ich finde es total krass, wenn ich überlege, so zu meiner Kindheit, Jugend war es echt so, dass fast, also meine Mutti, ihr Generation, die haben so 36, 37 gehabt. Ja. Meine Generation eigentlich so 38, 39, aber das war so die Standardgröße eigentlich immer 38, 39. Es gab für Frauen, ich sag mal vor 20 Jahren, gab es für Frauen gar keine Schuhgröße. Also 40 war Tuck. Also vielleicht nur noch eine Aber es 40, gab ganz auch kein selten. 35 oder 34 Nee. gab es auch nicht. Also immer 36 bis so 40, 41. Aber Wenn mittlerweile habe ich überhaupt. das Gefühl, dass die Leute voll die Riesenfüße haben, weil für Frauen gibt es ja schon Schuh bis 43, 44, ne? Ja, außer ich. Also ich weiß auch nicht. Also ich Ja. zum Beispiel, wie gesagt, ne, wenn ich einen Nike habe, dann habe ich zum Beispiel 35,5. Das ist nämlich das Kleinste bei denen. Aber Nike ist ja von sich aus, ist der Schuh meistens schon ein schmalerer Fuß. Dann bei Adidas kann ich mal gar keine mehr kaufen, weil dann, du gehst dann schon in Richtung Klettverschluss. Weil früher hatte ich das 37 ein Drittel vor 15 Jahren. Jetzt Ja. passt man nur nicht im Moment 35 ein Drittel oder so. Also das ist alles viel größer und breiter, noch breiter geworden. Adidas war eh schon immer ein bisschen breiter, finde ich. Und Vans, also ja, 34 habe ich da Kinderschuh. Oder bei Dame fängt es jetzt bei 34,5 an, da muss ich hin so Ferse teilen. Ja, was ich auch total krass fand, weil du ja schon gesagt, du kaufst da als Kinderschuh, ne? Und da habe ich gedacht, ah, ich gucke mal arbeite Kinderschuh. Und das Krasse ist, es gibt hier Kinderschuh sogar schon bis 38, 39, ne? Ja, ist alles so Also gemischt. richtig Und zum Beispiel krass, bei so ne? teure Marke, ich weiß nicht, ob du die kennst, das heißt Alexander McQueen oder so, da kosten die Schuhe 400 € oder 450 Ja. oder irgendwie sowas. Und da ist es so witzig, weil da ich, oder egal, ich habe mal geguckt bei Gucci oder so, oder bei deiner Marke habe ich mal geguckt, was so die Schuhe kosten und wo die anfangen. Also die machen sogar, du fangst der Dameschuh schon bei 33,5 oder Ach, so, oh, damit okay. halt du, ja, also du zahlst dann schon den vollen Preis ab 33,5, also 400 € oder Krass. 450. Weil ich dachte noch so, ich habe ja dann eigentlich Glück, weil ich dann so kleine Fies habe, ich könnte dann echt Geld sparen. Weil ich weiß nicht, ich glaube, die Kinderschuhe kosten 200 €, aber das haben die bestimmt extra gemacht, weil irgendwie, es muss anscheinend mehrere Frauen geben oder so, die kleine Füße, aber gerade Italiener haben ja auch kleine Füße. Ja. Yeah. Und ich bin ja so klein wie die, also vielleicht so, als zum Beispiel italienische Größe, kriege ich immer Schuh. 35, 36, da habe ich dann sogar eher größer, weil die ganz schmal sind, oder was ich jetzt auch überlegt habe, habe es aber noch nicht probiert, ob ich mal bei diesem Shein bestellen soll, weil ein Arbeitskollege von mir hat allgemein, jetzt trifft ich gerade Klepp ist ja ab, aber
Ich habe ja so Probleme, Klamotte zu kaufen. Ja. Und er hat gesagt, probier es doch im Motto. Ja, ist vielleicht jetzt nicht gerade das Beste, aber so schlecht ist es jetzt auch nicht. Und dann hat er gesagt, weil die asiatischen Shops, die sind halt, das sind halt die Sachen automatisch schon kürzer und Ja. schmäler. Ja. Und ich wüsste jetzt halt kein asiatischer Shop, wo jetzt, sag ich mal, so teure Marke hat. Also ich weiß es halt nicht. Oder teurere Sachen. Ich meine, ich würde ja dort bestellen. Ich muss jetzt nicht den Billigkram haben, aber weißt du, was ich meine? So. Ja. Wüsste ich jetzt halt gar nicht, was da so High-Fashion-Sachen sind. Ich glaube, die bestellen all bei Shein. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht. Oder dann die Asians dann direkt bei der Luxusmarke. Ja. Vor Ort. Und so Louis oder so Sachen wahrscheinlich sind dann halt auch winzig. Ja. Aber was würdest du jetzt sagen, Die findest du Designermarke. generell vom Schuh her, findest du jetzt generell, magst du, stehst, sagst du, es gibt einen Unterschied für dich von Markenschuh zu günstigem Schuh oder sagst du, ist egal oder? Ja, also ganz ehrlich, wenn ich da so Schleppelchen habe oder so Pantolette oder so, merke ich da jetzt keinen Unterschied. Der ist genauso hart, ob ich den jetzt von Tamaris kaufe, wo je weicher sein soll oder so. Weißt du, also finde ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob es so Unterschiede gibt. Beim Turnschuh finde ich dann eher schon. Also ich hätte auch mal so ein günstiger aus dem H&M oder so, weißt du, weil man schnell vielleicht ein paar weiße Schuhe gebraucht hat oder so oder. Aber du merkst dann halt schon, weil die stinken dann schneller, finde Ja. ich. Und es geht vielleicht, ja, finde ich schon. Ich weiß nicht. Oder weiß nicht, Deichmann habe ich früher Moa Schuh gekauft. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Nike oder so, oder? Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe Turnschuhe, muss ich jetzt mal überlegen. Nee, habe noch nie jetzt irgendwie so einen günstigen Turnschuh gehabt oder gekauft. Nee, wüsste ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die eher stinken, auf jeden Fall. Ja, weil das ja halt Material und so nicht so. Aber wie gesagt, also guck hier mal zum Beispiel mein Schuh, wenn ich die jetzt sehe. Du, mein Aber die Röstja-Schuh. sind cute. Ja, aber ganz ehrlich, also ich weiß jetzt nicht, die sind jetzt, ah, ich glaube, die haben nur 20 € gekostet. Ich habe die dann im Sale nochmal geholt. Ich habe so zweimal, weil ich gedacht habe, guck, weil du ist die Rose anders wie du. Das stimmt, ja. Du bist halt schon so aufgegangen. Ich meine, es ist jetzt Ja. nicht schlimm, aber der Witz ist, es muss ein Produktionsfehler sein, weil ich habe die Schuhe nochmal geholt und habe gedacht, ach komm, für 7 € oder so Ja. im Sale. Vielleicht habe ich, ich wusste aber nicht, welcher die Blumen nicht so schwer war. Und der Witz ist aber, es ist dieselbe Seite. Also denke ich, dass es so ein bisschen ein Ah, kann Produktionsfehler ist. sein, ja. Aber ich meine, gut, im ersten Moment guckst du das jetzt nicht so. Nee. Und wenn ich den dann auch habe oder so, das ist jetzt vielleicht ein Nachteil, aber so am Komfort. Also ich habe den eine ganze Zeit auf der Avid auch gehabt. Den hast du jetzt vom Primark, gell? Ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, für so einen Modeschuh ist es ja absolut okay. Wenn es nicht schön nichts mehr ist, schmeiß ich sofort. Also, wenn man jetzt so einen Schuh bei Ja, aber du warst für Schlache, 100 ja. Euro kaufen geht, boah. Ja, aber ich habe ja die. Zum Ja. Beispiel, also das sind meine Everyday-Arbeitsschuhe so ein bisschen, weil die so einen breiten Absatz haben. Ja. Aber das war ein Schnapper, 7 €. Ja, voll Sagst gut. du, bequemere Schuhe? Ja, und wie du sagst, wenn sie jetzt halt kaputt sind, aber bei mir halten die Sachen eigentlich immer relativ lang. Auch wenn die aus dem Primark sind. Aber wie du sagst, guck mal, das mit einer dicken Schnalle, das ist jetzt modern. Next year wollen sie wieder dünne Schnalle. Und dann habe ich so 200 € für einen guten Schuh ausgegeben. Ja. Denn dass ich ihn dann vielleicht 10, also gut, das stimmt jetzt auch nicht, ich hatte ihn bestimmt dann schon viel öfter, aber ich weiß was, weil auch zum Beispiel bei Turnschuh bin ich du jetzt nicht so, also Turnschuh habe ich nur Marke Schuh. Ja. Ja, also ich muss sagen, generell so die Schuhe, die, also so Schuhe wie du jetzt hast, das war generell noch nie so wirklich mein Fall, weil, wie es hat meine Oma immer gesagt, Badebäger fies in Pariser Shisha, ne? Also ich habe halt schon immer einen Ja. breiten Fuß und vor allem einen Spann, der ist auch sehr hoch, ne? Also sehr steil. Das heißt, das war dann für mich schon immer sehr eng. Ich meine, klar, ich habe schon auch Pumps und ich habe auch Stiefel mit Absatz und hohe Schuhe und so. Aber ich muss Ja. sagen, es kommt drauf an. Also ich hatte früher immer von Buffalo die Stiefel und die hohe Schuhe.
Du fand ich, ging es zum Teil, es kommt drauf an, wie sie geschnitten waren, ging es, wie du sagst, je breiter der Absatz, umso besser, wenn es natürlich so ein Plateauabsatz ist oder so ein Korkabsatz. Das ist natürlich bequem, das kann ich auch heute Oh, so tragen, ja. ist ja logisch, ne? Aber so diese Pfennigabsätze, das war noch nie so meins. Wobei ich, früher war die Mode so, ne? Also ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich erinnere kann, wo so diese spitze Stiefel innen waren, die danach so bis an die Knie gegangen sind. Da hatte ich halt von Buffalo in Schwarz, in Weiß, in Beige, in Aber alle das war Farbe. so ein Kettabsatz oder Ketti oder Ja. Kitty oder wie der hieß, weil der war nur so winzig dann. Wenn ich mir jetzt überlege, wie hässlich das aussieht, gell? Also ich meine, die kleinen Absätze sind wieder modern. Ja. Ja, ich habe das ist jetzt auch ein kleiner Absatz. Also die werden, die sind aber modern und aber dann eher so als so Pantolette oder wie das heißt, mit einem Absatz dann halt. So Bürostyle halt, weil jetzt auch viel so Anzüge und Buntfalderhosen auch Ja. modern sind und da muss ja die, aber so breite Sache halt auch, damit du das halt mit Turnschuh oder mit High Heels kombinieren kannst. Also ich habe das jetzt auch. Wobei bei deinen Spitzenschuhen früher, also die wurden ja immer spitzer, also die waren ja irgendwann so richtig spitz, aber da hast du müsse generelle Nummer größer nehmen. Weil, also bei mir war es so, weil der Fuß ist ja Ja, nicht ich hatte gesehen auch so welche. spitz, ne? Und ich hatte immer so, ich hatte so fancy Stiefel, das waren flache Schuhe. Aber der war wie so ein Boxerstiefel und der war mit so, weil ich war ja schon immer fancy unterwegs, also ich habe immer Sachen getragen, die andere gar nicht tragen würden. Und der war dann vorne spitz und der war schwarz-weiß. Aber der Grund war eigentlich weiß. Und du warst so ein Comic drauf gemalt in Schwarz halt, ne, mit schwarze wie Bleistift so. Also ja, so Sachen hatte ich dann halt. Ja, also ich habe Muss du halt drüber notdenken. solche von Buffalo, so die ganz spitze in Pink gehabt und dann war das eine Zeit lang modern, da waren das wie so Falde noch, nur so nahe im Leder. Und dann Cowboy-Stiefel habe ich goldene, die habe ich tatsächlich noch, habe goldene Cowboy-Stiefel von Buffalo und dann auch so, die muss ich auch mal zeigen, so. Also welche sind kniehoch und die sind schwarz-weiß mit Babyblau und Rosa, sind so wie so Adler drauf, ach von Buffalo, also so typisch wie Cowboy-Stiefel geschnitten und so hat mich schon doch mal kennengelernt und er hat immer gelacht, wer so Stiefelart sieht, wer so Cowboy-Stiefel, die hast du dann halt so über die Hose, über die Jeans gezogen, aber ich fand's halt cool, also die habe ich auch noch. Also ich habe generell, muss ich sagen, also so als Kind. Klar, du hast dann in der Schuhhalle oder so, hier in Asselheim habe ich dann Schuh gekriegt, was weiß ich, was ich halt so gekauft gekriegt habe, aber so bewusst, Lushi und so, oder wie das ja, hieß. mit so, gell, mit der Figur du, ne, mit diesem Lurch, Mit dem schwarzen Lusch, ja, ja. genau. Schwarz-gelbe, ja, Lushi, oder wie Also die ich sag mal hießen. so, zu meiner Jugend, die erste Magerschuh, die man hat, war ein Birkenstock. Aber die Birkenstock, die hatten damals schon ihren Hype, also jeder hatte Birkenstock A. Aber die waren damals jetzt nicht so teuer, wie die heute sind. Ne? Also die waren schon teurere Schuhe, aber nicht so teuer. Damals hat man gesagt, das sind medizinische Schuhe. Später hat Bis die Heidi Klum die Ohr hat. Dann wurden sie auch teurer. ja, und dann hat man aber später dann gesagt, dass man halt, und das stimmt natürlich, dass man so einen breiten Fuß gekriegt hat, wenn man halt die Birkenstocker hat. Und bei mir in der Kindheit hat jeder Birkenstock-Schuhe A. Aber nicht die, wo du jetzt hast, du hast schon die mit Emmeriemen, so schmale, sondern bei uns waren das halt solche, die hatten so Die drei doppelte. Riemen oder doppelt Oder oder doppelt. dreifach, genau. Oder Hab sogar ich auch. welche wie Sandale, also vorne zu und dann hinne noch mal so Schlauch hinne rum, ne? Ja, furchtbar. Also ich hatte halt pinkne, ne, Die in der Schule. Hausschuhe. Ja. Und so mit deinen Schuhen sind wir aber draußen rumgelaufen mit dem Birkenstock. Und das waren so die erste, muss ich sagen, die hat wirklich jeder. Und dann so die erste Marke Schuhe, an die ich mich erinnere kann, die ich gehabt habe, war glaube ich mit 12, 13 und es waren Chucks. Damals waren, ach, die Chucks haben ja eigentlich immer, also eigentlich sind die ja nie out, aber die haben immer nur noch so extreme Hochphase, ne? Und damals waren das grüne Chucks, waren mal erste. Ich glaube, ich hatte schwarze und grüne. Und die grüne habe ich echt getragen, bis sie kaputt waren. Und ich glaube, die haben mir ja damals vielleicht so 50, 60 D-Mark gekostet zu meiner Zeit. Und dann so Ach die, Gott. ja, und dann so die nächste, Billig im Vergleich zu jetzt, ja. aber dann so die nächste Schuh, die ich hatte, die habe ich auch heute noch. Das waren meine Dr. Martens. Die habe ich mit 14 gekriegt, also schwarze, ganz einfache schwarze. Und die waren tatsächlich teuer. Ich glaube, die haben 250 oder sogar 290 Mark, D-Mark gekostet.
Aber die habe ich bis heute noch und die sind auch echt super bequem. Also. Echt, also jeder, der diese Doc Martens mit Plateau hat, sagt, bis die erste 3 Wochen oder so, bis du die Äugelaufe hast, wärst du tot. Vielleicht wegen dem Plateau. Du hattest wahrscheinlich damals noch Ich kein habe kein Plateau, du hattest Plateau. einfach nur die normale Ja. Stiefel, ja. Vielleicht, okay, also weil, egal wen ich kenne, weil die hatten ja vor 3, 4 Jahren, wo ich Dom Douglas gearbeitet habe, hat ja Doc Martens so auch wieder seinen Hype, Ja. wegen dem dicke Plateau und so. Wobei die jetzt bestimmt einmal noch modern sind, weil dieser Plateau ist, das ist ja immer noch modern. Wenn ich sehe, ne, die Schuhe, wo ich letztens gekauft habe, die haben jetzt noch mal ein höheres Plateau, die von Vans, also diese Stack-Form ist ja noch mal höher. Deswegen, also Plateau ist anscheinend immer noch hip und trendy mittlerweile, immer noch. Ja. Also für ich freue mich, weil dann bin ich ein bisschen größer. Ja. Ja, aber so habe ich gehört, dass die voll furchtbar sein sollen. Die, also ich habe keine Doc Martens, weil bei Teenie oder bei Kinder, wo ich dann kaufen müsste, gibt es kein Plateau und ich hole mir nicht so blöde Stiefel einfach so. Also wenn, dann wollte ich schon die gehypte Do. Oder genauso, was aber halt auch blöd ist, weil ich habe, ich hätte ja auch gern jetzt für den Winter meine heißgeliebten Ugg-Boots. Und die hätte ich jetzt auch gern ein Plateau, aber bei Kindern ist ein Plateau tiefer, ist voll blöd. Aber ich brauche mal gar keine Erwachsene zu holen, weil ich habe hier die 35er bei Kindern, die sind total ausgelatscht. Ja. Also das Ding ist, Dr. Martens früher, also ich weiß nicht, ob es in eurer Generation noch so war, aber bei uns war das früher so nicht, wie das heute ist. Du hast wirklich deine, wie soll ich sagen, deine Musikrichtung über die Klamotte definiert. Und Ja, genau. Dr. Martens war bei uns sowas, es hatten halt die Punks auch. Punk, oder? Und Ja. ich war ja halt so, sag ich mal, in der Szene. Also ich hatte tatsächlich, ich glaube, die habe ich auch noch. Ich habe welche, die gehen fast bis zum Knie in Silber. Die Jo hat auch die gleiche. Also ich hatte super viele. Ich habe Silber oder 8 gehabt. Ich war in London mit Fatze, mit meiner Mutter und habe mir dort halt auch einige geholt. Die hatten wie so Batik, die gab es in Deutschland gar nicht. Die Ursula hat welche mit Blümelcher drauf. So gelb, orange, eine Blume. Also wir hatten echt super viele. Ich hatte auch mit Stahlkappe in grün, auch so ein bisschen höher. Also, und ich habe welche, die habe ich auch in England geholt. Ich war früher nämlich Fan von Margarite und die sind aus Stoff, blau, kariert mit weißer Margarite drauf. Also die habe ich tatsächlich auch noch. Ja. Also ich habe sowieso so einen Schuh-Tick und vor allem habe ich einen Tick, dass ich Schuh schlecht wegschmeißen kann. Und vor ein paar Jahren habe ich aber mal Schuh aussortiert. Und der Witz ist, so Dommer, der schaut immer die Hände über dem Kopf zusammen, was du für Schuh zur Geltung kommst. Ne? Also wie gesagt, zum Beispiel diese pinkne Stiefel do, ja. Und dann habe ich zum Dommer gesagt, also ich kann da zu jedem Schuh eine Geschichte erzählen, wo ich den gekauft habe und was ich damit gemacht habe. Und dann habe ich den auf jeden Fall aber aussortiert. Und dann hat die Jo gesagt, nee, Aladdin. Baby, Ja. Aladdin, mach mal deinen Popo da weg. Und dann hat die Jo gesagt, du kannst die Schuhe nicht wegschmeißen. Die haben, ach Gott, die haben Museumswert, ne? Also ja, tatsächlich. Mit Schuh war ich schon immer extrem. Ja, aber so Dr. Ja, Martens ich waren so habe meine A, ich kann erste. mich schwer davon trennen. Das Einzigste, wo ich echt, wisst ihr noch, die gelbe Vans, dreimal gehabt, Ja. fort. Das war ja für dich der Schock des Jahrhunderts, Ja, aber. nach wie vor. Ja, also ganz ehrlich, hätten wir halt dieselbe Schuhgröße, aber du kannst ja halt leider mit Nee. 34,5 nichts anfangen. Dann hätte ich sie dir ja gegeben, aber ich weiß auch nicht, wem ich sie geben soll, weil es hat halt in meiner Umgebung keiner so kleine Fies wie Nee. ich. Nee, wirklich nicht. Ich kenne halt echt niemanden, der so, ja, so extrem kleine Füße hat. Also deswegen, weil du immer sagst, du hast das Gefühl, alles wird größer. Ja, das habe ich auch, aber im Sinne von, dass die Schuhgröße allgemein, weil wie gesagt, Ja. vor 15 Jahren habe ich bei Adidas 37 Drittel gehabt, jetzt passt mir nicht nur 35. Ja. Also da freue ich mich und es ist dasselbe Schuh. Also ich rede jetzt Ja. von diesem Superstar. Also meine Füße sind ja nicht kleiner geworden. Also sie sind, weil du auch vorhin gesagt hast, im Abnehmen, das merke ich auch, sie sind schon schmäler geworden. Und manche Schuhe Ja. merke ich einfach, ach, gerade in der Vans oder so, ich habe viel Platz. Was aber nicht schlimm ist, weil wenn, dann schnür ich sie halt ein bisschen fester oder so. Oder es ist nicht schlimm. Ich mag das eh, wenn es ein bisschen lockerer ist und ich nur so ein bisschen schlapse kann. Es ist so mein Ding. Aber so, also ich finde es ganz furchtbar, weil jemand wie ich dann findet dann halt ganz schlecht Schuhe. Also bei Erwachsenen finde ich es jetzt gut, dass es teilweise in der Absatzschuhe auch 35 gibt, weil du kaufe ich mir meistens 35, weil jo de Fuß mit meinem High Heel Ja. eh manchmal nur eine Stunde wird er eh ein Teil dicker. Ja.
Und dann passt es wunderbar. Ja. Und gut, die sind nach Pumps oder so. Das eine kann ich mit, finde ich, mit Turnschuhen auch gar nicht vergleichen. Also wenn ich jetzt ein Pumps hier mit meinem Vans du vergleichst, das sind ja Welte. Also ach, von der Breite und von allem her. Ja, ach Gott, ajo. Ja, Ja, also ich muss deswegen. sagen, also ich finde generell auch bei Sommersandale merkt man schon das Material, zum Beispiel, was ich nicht habe kann, ist so ganz Ja. festes Leder oder so Plastik, wo es gar nicht nur gibt, weil ich halt so einen breiten Fuß habe. Und also ich kann das nicht haben, wenn das so eng ist, tut mir weh, weil ich muss dazu sagen, ich habe auch hier neben so, ich habe kein ausgeprägter Halux. Also mein Opa, der hat einen Aber ein Fuß leichte. durch so, ne? Bei mir, Aber so eine leichte Wölbung, genau, gell? so So wie am ganz Daumen jetzt, leicht, so ein ja. bisschen rausstehen. Ja, Und das Ding habe ich ist, auch ein bisschen. ja, und wenn du das hast, dann sollte erstens mal keinen Schuh anziehen, der dort drauf reibt, weil dann wächst es. Und zweitens tut es jo weh. Weißt du, das Ja. wird theoretisch rot und tut halt weh und dementsprechend, also achte schon drauf, dass es halt, also früher nicht, früher dort schon in die Schuhe gequetscht, Hauptsache sieht gut aus, weißt du, aber heutzutage denke ich mal, ne, also ich muss schon gucken, mal fies die brauche ich, weißt du. Ja. Also das kann man auch operieren lassen, aber boah, OP am Fuß finde ich schon schwierig, gell? Du kannst okay Auto fahren, gar nichts in der Zeit dann. Ja, auf gar keinen Fall. Also das Hallux-Ding, du wegmache, das kann man ein bisschen trainieren. Da gibt es ja extra so Gehpads für Zwischenei oder Ah. so. Hat meine Oma auch. So Gelschnippel. Ja. Das ist wie so Silikon, wie so Ja. Implantat, aber das tue ich halt zwischen der große Zeh und deinen Zeigefingerzeh. Ah, Ich weiß jetzt nicht, ja. wie es denn ist. Nur weil das Gel da reingesteckt, dann hast du ja wie so, weißt du, dann Ah, geht ja, der da, geht stimmt. ja dann statt so nimmer, Ja, geht der dann so ein bisschen stimmt. da hin. Dann wird das beim Laufen ausgeglichen. Ja, stimmt. Und es ist halt gerade jetzt zum Beispiel wie du oder so, wenn du Turnschuhe anziehst, dann passt das, weil es tut nicht so weh. Im Gegenteil, das entlastet das auch noch. Ja, also ich muss sagen, bei Turnschuhen habe ich eigentlich fast gar keine Probleme. Das, da geht Ach es. so, bei High Heel, ja. Aber wenn dann halt, nee, auch viel bei Sommerschuhen, ne? Also ich sage mal so bei Flipflops Ja. logischerweise nicht. Aber so Sommersandale ist schon so Sache. Gerade wenn es so, wie gesagt, hartes Leder ist oder so Ballerinas, ne? Weil Ballerinas enden oft bis hier. Und ich habe halt super viele Ballerinas und auch immer sehr gerne schon A gehabt, aber wenn das Leder so hart war, hat man halt nichts gebraucht, ne? Muss ich sagen. Also ich muss sagen, die meisten Schuhe, die Gut. ich habe echt super viele Schuhe, aber die meisten sind tatsächlich eher so. Also Ballerinas habe ich viel, ich habe viele Flipflops, ich habe viele Badelatsche, aber ich habe auch viele Vans, habe ich massig, aber auch generell Turnschuhe habe ich schon so. Wobei ich nicht alle meine Turnschuhe, die ich jemals, ich hatte nicht alle meine Schuhe, die ich jemals hatte, aufgehoben, weil wie du sagst, Superstars, die waren ja schon mal, sag ich mal, 90 in. Ja, Ja. und deswegen, und ich hatte den, und deswegen, ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich weiß es zu 1000%. Den habe ich nämlich nur Ja. beim Waldersport in Grünstadt gekauft, weil wir sind bekannt mit dem, weil der ist aus Lautschen. Ja. Und genau, und ich habe den Schuh gebraucht, weil das war uns von unserer Hip-Hop-Formation, war das der Teamschuh. Wenn wir auf Meisterschaften gegangen Ja. sind, hatten wir den immer alle auch. Und deswegen habe ich den halt gebraucht. Und ich glaube, das Movement hat auch noch mal eine Kooperation mit dem, wegen den blöden Schuhen und so, weil wir das ja dann auch zwischendrin immer nur bestellen mussten, weil manche hatten die auch privat auch und dann sahen die nicht mehr gut aus, dann haben wir die immer Ja. mal wieder neu bestellt, weißt du so. Aber wie gesagt, also ich kann du, ich habe mir den vor, Was für die Farbe Kylie hattest Jenner du? hat den vor weiß mit schwarzer Streife, der ganz normale Standard. Ja. Ich hatte am Ja. Anfang weiß mit rosa. Nee, ich glaube, Silber war das. Ich glaube, es war Silber. Aber damals, zu meiner Zeit, hast du so diese fette Schnürsenkel reingezogen, hast du die so breit gemacht. Weißt du, so wie Balge, hast du die so eingezogen. Das war damals modern. Und ich muss sagen, ich habe mir den vor ungefähr 10 Jahren vielleicht. Habe ich mir den noch mal, du hattest noch mal so ein bisschen Hype gehabt, dann habe ich mir den customized, das kann ich nämlich aber Adidas, und da habe ich mir den komplett rot gemacht mit goldener Streife. Also den habe ich ja noch, der passt auch noch, weil wie gesagt, den habe ich erst vor, aber den ganz alten habe ich nimmer.
Und damals, zu meiner Zeit, waren ja von den Turnschuhen auch so Skaterschuhe. Weißt du, so DVC hießen die und Globe und was weiß ich, wie hießen die, warte mal, Kalkani kann das sein, also irgendwas, waren auch nochmal so Schuhe. Die waren halt alles Aber das so. ist ja Kalkani sehr Hip-Hop-Mix Genau, das waren so. eher so Skater-Hip-Hop-Schuhe. Also zu der Ich hatte Zeit auch, waren die. ich hatte auch K-Swiss, Ja, gab's damals genau. noch. K-Swiss, Und genau. ich hätte die so gerne gehabt, ich hatte die aber nie, weil du konntest ja diese Streife verschieben. Das war ja zeitlang modern, dass die Streife dann verschiedene Farbe hatten. Dann wollte ich die zum Beispiel in weiß mit rosa, dann wären sie rosa gewesen, also weiße Schuhe mit Ja. rosa Streife, aber die Streife konntest du auch, weil du die so verschieben konntest, nur konntest du zum Beispiel das rosa immer größer werden lassen, weil die andere Seite war dann weiß. Hätte ich entweder gar keine Streife in Anführungszeichen gehabt oder weiße, rosa Streife. Aber ich habe 36 angefangen, weil zu meiner Zeit war das halt noch so. Du gabst Ja. es nicht, was ist jetzt? Jetzt ist es echt Luxus, in Anführungszeichen, aber für mich halt auch schwierig, weil es gibt natürlich trotzdem nicht alle Schuhe werden in dieser kleinen Größe produziert. Ja, Nicht ja. nur so ausgewählte, dann ich sage jetzt, wo wenn jetzt ein neuer rauskommt. Was weiß ich sage jetzt mal, wie hießen die Nike Air Force 90 oder was weiß ich, Ja. One, wie die alle hießen. Ja. Dann gibt es für euch 1000 Farbe und für mich dann vielleicht 5. Und nicht so friss oder stirb. Ja. Also die Stimmt. ganze coole Sache, was dann so trendy ist mit 1000 Farbe oder so, knutschcool. Manchmal haben die ja dann auch rosa, türkis, blau, wie so ein Lollipop oder so Ja. mäßig. Wie so ein Süßigkeitenladen, das gibt es dann für mich gar nicht. Da gibt es dann entweder nur ein rosa oder nur ein hellblau oder so, aber nicht so dieses. Ja. Ja, ich kann dir mal zeigen, guck mal, was ich jetzt hier zum Beispiel von Vans gekauft habe, das würde ich so gar nicht kriegen. Guck, Ja. von Nike oder so, so Ja. fancy. Das habe ich jetzt auch nur Glück gehabt, weil ich muss mir da hin eine Sohle reinlegen. Sonst hätte ich es gar Okay. nicht gehabt, wisst ihr so. Also ich muss sagen, im Moment ist ja auch dieser Adidas Campus so in. Und der ist ja, das ist so einer, der ist Ich weiß ein gar nicht, wie bisschen der aussieht. wie so ein Skaterschuh. Der ist ein bisschen Ach so. breiter. Eigentlich ist es wie ein Skaterschuh. Aber da muss ich sagen, also das ist jetzt nicht mein Ding, ne? Also ich mag so, also ich mochte schon immer die Gazelle. Die haben mir schon immer gut gefallen. Das sind halt auch mit so drei Die Streifen. kenne Also ich. die, ja genau. Also die sind jo, sag ich mal, die waren immer so mein Oder der Favorit. Samoa. Der Ja, Samoa ist auch stimmt. beliebt, der Samoa, Ja. weil der auch so schmal ist. Ja, das stimmt. Oder früher gab es noch, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, Adidas Country. Und das war so das Pendant zu den Nike Cortez. Also der Ja, hat ich habe auch die so ein, Cortez. der hat auch wie, bei Uno haben die Cortez ja wie so Spitze, Rippe. genau. Ja. Und die Rippe hatte Adidas Country auch. Nur die Cortez sind spitzer und der Country Ja. war vorne mehr abgerundet. Aber das Ich war finde, die so. Cortez sehen aus wie so Bowlingschuhe. Genau, ja. Aber ich liebe die Cortez, weil die halt schmal sind und ich krieg da halt echt, also do 35, also deswegen, ich würde auch gern Adidas anziehen. Es ist gar nicht, dass ich die Marke nicht mag oder so. Ich kann einfach nicht. Ja. Entschuldigung, es gibt für mich da einfach nichts. Und die Kinderschuhe haben meistens dann Klettverschluss. Und ich werde mich bestimmt nicht mit 2,30 da hinstellen und Klettverschluss anziehen. Nee. Aber früher, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber früher war das Gefühl so, also keine Ahnung, zu meiner Zeit war es so, da hat Puma so total den Hype, weil du gabst dann wie so Formel-1-Schuh von Puma und irgendwie so Pumas, wo dann ohne wie so gerippt waren, wie so Räfe ausgesehen haben. Also da gab es voll die fancy Puma-Schuhe. Das hatte ich jetzt nicht, aber mein allererstes so ein Markenschuh, ne, wo dann so wirklich so, ja, wo ich jetzt nicht im Luoshi-Geschäft gekauft habe, ja, war halt wirklich tatsächlich ein Puma-Schuh. So ein schwarzer, der war so Wildleder, der war schwarz und dieser Boge da vom Puma, also wirklich, die haben ja auch so ein Boge, Ja. der war dann so rosa. Da habe ich mich so Also, gefreut. nee, zeitlang gab es so voll die fancy Schuhe, so Formel-1-Schuhe waren das und da gab es da so Formel-1-Jacke. Ich habe noch eine Jacke in Pink, die tourt ja auch noch. Das war so zeitlang hip. Dann Reebok zum Beispiel, da gab es auch eine Zeit lang wie diese Stimmt. Boxerschuhe, wie du es gesagt hast, wie die Boxerschuhe, ne, die so höher sind. Die hatten eine Zeit lang einen Hype. Dann hat auf einmal wieder die Nike Cortez oder die Nike Air Max, die 99er, ne, mit der Luftsohle zum Beispiel oder dann wiederum Adidas. Aber heutzutage finde ich, ist es eher so, dass gar nicht die oder die Marke, sondern
Bei Nike ist es ja, glaube ich, dieser Air Force One oder so, der ständig ausverkauft ist. Oder ist es der? Ich weiß gar nicht. Oder Kenne ich mich Dunk halt, ich meine, Low? ich hatte, ich meine, ja, der Dank ist es, glaube Oder ich. Nee, das, ja. ich hatte immer den Nike, ich hatte die Air Force, nee, Air Force 90 oder so. Die hatten eine normale Sohle, aber zwischendrin so ein kleines Stück Luft. Nur. Ah, nee. Also Es war ich kein hatte ganz neunen, also durchsichtig ich habe drin. immer den 99er Air Max am liebsten. Ah, Air Max, ne, Air Force hatte ich. Ah, doch, Ja. ne, ich Leo, Air Max heißen die Air Max. Air Force ist ja so ein, ah, ne, Air Gibt's Max, aber da? die 90er, aber 90, Air Max Ah ja, 90. ich hatte Und die waren ja so, 99. die waren ja vorne schmal, wurden dann höher. Und Ja. hinten im höheren Stück war Klärstickluft drin. Ja, nee, ich hatte Nicht den, so wie bevor die ich weg. komplett, Aber es ja. gab auch eine Zeit lang die Nike Shocks oder so hießen die. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Die hatten hinne wie so fettere. Ja, die fand ich so Ah doch, hässlich. ich hatte von denen auch viele. Oh, furchtbar. Oder die Huarashido. Was denn das? Huarachi oder so hießen die Nike Huarachi. Also die sind super bequem. Das war so Welche der waren erste das? Turnschuh, wo so ein bisschen wie so ein Sock war. Ich habe jetzt leider keiner do, Ah! weil die sind im Keller. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wie ein Sock, ja. Super hässlicher Schuh. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, jawohl, den muss ich haben. Aber vom Bequememäßigen hatte ich erstmal so einen schwarzen. Und da gab es aber auch verschiedene Nummern. Dann war der ein bisschen globischer oder ein bisschen Ah. schmäler. Und dann hatte ich nochmal so einen Pfirsichfarbenen. Und den habe ich trotz meines Ausmistens, weil ich habe so jetzt alles auf Farbsohle oder auf drei, vier Farben Ja. festgelegt. Aber den habe ich noch. Weil den Okay. Pfirsichfarben, ich konnte nicht losgeben, weil der war einfach, ja, und Pfirsich ist eigentlich so, ja, können wir irgendwo in die Familie von Rosa mit aufnehmen. Das stimmt. Ich wollte ihn halt Aber nicht hergeben. war zu deiner Zeit eigentlich auch noch der Buffalo so? Nee, ne? Das war bei Doch, mir eher, Buffalos, oder? doch, bei mir sind Buffalos A, aber ich konnte nie Buffalos dran, weil es gab kein 35. Ah ja, Denkt er, ich also habe bei mir war 36 A. jo. Und ich hatte dann immer von der Christine, die hatten nur Ja. welche Gap und die waren so geil, weil die hat rosafarbene Buffalos in Lackoptik und hinne offen. Ja. Mega der Hype. Also ich glaube, die war damals, wenn die Dior hat, weil die hat ja dann wahrscheinlich auch mit Schlaghose und so, Ja. oder mit Capri-Hosse, war ja auch eine Zeit lang modern. Ja. Und dann die Hähne, die offene. Und zum Beispiel so Blues könnte ich mir heute noch vorstellen, würde ich auch noch anziehen. Aber ich muss mal gucken, ich glaube, es kann sein, ich glaube, Buffalos gibt es mittlerweile auch in 35. Dann wird es passen. Ich müsste halt mal testen. Aber der Buffalo-Lade bei uns ist nämlich do. Wir hatten do immer einer. Ja, also bei uns war ja die Hochzeit von Buffalos, ne? Also erst waren das ja wirklich nur die zum Schnüre, dann gab es mit Klettverschluss, dann gab es die Tower. Die Tower waren ja so Ja, dann, ne? so, ja. Dann Und die hat gab's, eine durchgängige. ja, genau, dann die Hinne offene. Und ich muss dazu sagen, ich hatte, also bei uns war das, glaube ich, so modern. Du hast die Buffalos A gehabt, dann gab es Pechhosse, die hatten, wie du sagst, so Schlag, ne? Aber die hatten, also. Es gab welche, die Jeans mit normalem Schlag, aber manche haben auch die Levi's 501 neben aufgeschnitten, dass er halt schöner über den Schuh fällt. Oder es gab dann wirklich schon diese Techno-Hosse von Pesch, die waren dann halt so von Overarch-Fange weit. Weißt du, die sind wie so ein Tunnel weit geworden. Das war so die Mode. Und dann hast du das auch gehabt mit den Buffalos und dann meistens mit der, so einer Bomberjacke noch drauf hatten die Leute, ne? Ja. Von Alpha Industry. War das früher? Oder die hatten diese Basketballjacke drauf, ne? Also von Chicago Bulls, Charlotte Hornets, gab es bei uns so diese, oder diese, sag ich mal, Daune-Jacke waren bei uns so in von Helly Hansen, weißt du, so diese, wo du dann eigentlich ausgesehen hast, wie so Michelin-Menschen. Ach du lieber Gott, was weißt du, was die Schuhe kosten? Ich Die wollte mich mal Buffalo. interessieren. Ja, Hä? die sind irgendwie ganz klar. Wieso, was kosten die? 240 Euro Mhm. aufwärts. Ja, habe ich mal schon gedacht. Die waren früher schon so da, ja. Ja. Krasser Scheiß. Ah nee, Blade One, okay, die sind dann ein bisschen tiefer. Die fangen schon bei 140 Euro. Nur die mit Classic High. Ja, Classic High mit genau, ja. Klettverschluss. Das waren die. Ja, Ja. die kenne ich auch. Aber die Zeit hatten wir auch. Ich meine, ich bin ja mit in den 90er aufgewachsen. Ja. Anfang 90er, aber ja. Aber die sind nämlich ganz dicht. Ja gut, Also, glaube ich, später. Classic Low. Doch, Classic Low. Das waren die, wo normal waren, wie Ja. Turnschuhe, aber trotzdem high. Ne? Ja. Aber ich weiß noch, welche du meinst, diese ganz durchgängige Do, Ja. die. Wie heißen die? Tower.
Tower, ja, genau. Aber die wird es nämlich geben, aber die kauft ihr keine Sau mehr. Classics. Guck gerade mal, ob es die noch gibt. Ja. Classic Low, Classic High. Doch, Buffalo Tower Low. Tower Ja. Low, aber Tower High, warte mal. Die war noch teurer, die Tower. Ja, aber du nicht, weil die Tower sind. Die gibt es nämlich. Also die, wo du meinst, die, wo dann Ja. also bis zum Knöchel waren, weil da Ja. war ja High und High, also Ja. beides High, die gibt es nämlich. Es gibt nur Tower Low. Aber die sind dann nämlich so hoch wie früher. Stimmt. Ja. Also der schwarze sind nämlich so hoch wie Ja. früher, weil früher waren die Tower. Ich weiß, welche Ja. du meinst. Ich habe die gesehen. Manche Ja. Mädels sind Eisenberg, wenn man du als Pfarrer hat, meine Mutter gesagt, ach du lieber Gott, was stimmt dann Ja. mit denen nicht? Ja, aber jetzt, ich gucke nur die Größe. Du hast nämlich zum Beispiel einer Classic Leder Beige. Das wäre jetzt so mein Fall, den ich mir jetzt kaufe, weil rosa gibt es leider nämlich. Ja. Ah doch, aber das ist dann so pink. Aber der von der Christine war schöner. Der ist jetzt zum Beispiel nicht so schön, finde ich. Ja, ja. Von der Form. Ja. Ach, warum ist denn der? Ah. Der von der Christine war schöner, aber der beige zum Beispiel. Also müsste man halt mal in echt sehen. Aber, ah doch, die kleinste Größe ist 35. Sicher? Aber dann könnte ich es kaufen, aber den beige gibt es jetzt zum Beispiel nicht in 35. Der beige hat mir jetzt gefallen. Ja. Vielleicht doch der rosa. Soll, aber der rosa, ah, rosa gibt es auch nicht in 35. Schade. Sicher, Ja. da ist es dann wieder blöd, weil du Handy wahrscheinlich auch nicht so viel. Ja. Also Dodemit hat Buffalo seinen Hype gehabt, sein Geld gemacht. Später haben die Ja. aber dann auch Stiefel, Pumps, Ja, aber Flipflops die und hatten so. aber Buffalo-Schuhe. Ich weiß noch, wie ich Teenager war. Da waren Buffalo-High Heels und so waren das Nonplusultra, weil die Ja. hatten ja immer geile Sachen mit so Strassstern und so. Und wie wir noch jung waren, nicht so wie heute kann ich auch so in den Club gehen, wisst ihr, so auf die Art. Ja. Also Ja. bin ich schon fast overdressed gefühlt, also wie ich gesagt jetzt, ja. Aber wie wir hier noch jung waren, du musstest du noch in manche Clubs im Cocktailkleid gehen und so. Und da hast du Ja. halt so High Heels gebraucht. Also ich weiß nicht, also bei mir war immer Jeans, Tube Top und eine geile Paar Schuhe oder so. Da habe ich mich immer super wohl gefühlt. Und so bin ich Ah, dann in der bei Club. uns war Miss 60 Hosse und die. Ach Gott, wir hatten krasse Sachen. Wir hatten wirklich so Sets von Miss 60. Ich weiß noch, ich hatte so einen A-Zug, das waren so schwarz-weiße Hosse. Und dann war da wie so ein schräges Oberteil drauf. Habe ich immer so Ja. rumgeguckt, habe ich noch Bilder oder dann hatte man so. Aber so Sets, das finde ich halt noch geil. Das ist wieder Ja. modern, dass du so Sets hast und es sieht auch immer geil aus, wenn man ganz ehrlich ist. Und Weil dann ob hatte und ich noch ohne so. einfach perfekt passt. A Cup zum Teil, oh, drauf, ach, er drauf, ach, wie wir da rumgelaufen Oh. sind, her. Ja, oder ach Gott, eine Zeit lang, da hast du Netzstrumpfhosse als Oberdeel angezogen. Ja, das hatte ich Ja, auch. da bist du so, Aber bei hast mir die. gab es schon teilweise dann extra so Ja, Netzdinger nee, zum Anziehen. wir haben quasi, wo ohne ist, Wo Lochnei der geschnitten, Zwickel ja. abgeschnitten. Lochnei geschnitten, vorne die Fies ab, dann bist du so nein und da drüber hast du aber deine Corsage oder so angezogen. Ne? Also nicht nur das Netz, sondern dann halt eine Ja, schon Corsage klar. oder so Bei drüber. uns war das auch so, ja. Ja. Also gut, wir haben dann eher so top. Also ne, ich habe jetzt kein Corsage, aber ich war ja jünger wie du. Wahrscheinlich war das zum selben Zeitpunkt, aber ich konnte sowas, was du, weil da hatte ich ja wahrscheinlich noch keine Brust und gar nichts. Weißt du, was Ja. ich meine? Und du warst noch zu jung dann. Ja, du hast halt, wie du sagst, Kleider, Keine so Reck. sexy Sache. Ja, Reck, Kleider, so ein Kram hast du halt auch gehabt, ne? Aber ich weiß noch, hier gab es irgendwie, ah, hier gibt es den Shop, gibt es immer noch. Da haben wir immer so Buttons, war auch zeitlang modern. Da haben wir in diesem Trust oder so hier in Mannheim. Das ist so ein Piercing-Lade, das kennst du Okay, bestimmt, ja. Ja, ah. ja, ja. So ein Piercing-Lade, weil das war auch ein ganz gehypter Lade. Und da haben wir dann immer so Punk-Sachen geholt, weil ich habe auch Punk zeitlang. Also Ja. ich hatte eher so Emo-Punk, ne? Also bei mir kamen dann auch Ja. die Hoher von der Hinne, so. Ja. Oh, warte mal. So. Ja.
Dann haben Ja, wir das ja. mit so geschleift und irgendwie Ja. so fest gemacht. Oh Gott, guck dir das mal an. Oh, wie so ein Vollidiot siehst du aus. Aber früher war das modern. Ja gut, also ich habe das halt nie so 100% ausleben dürfen, ne, weil die anderen hatten dann halt auch so angestuft Ja. hier. Ich nicht ganz so, weil ich durfte das nicht. Also die hatten ja richtig krass von hinne und do dann die erste Stufe, damit Ja. es hier oben dick ist und dann unten nur so ein paar dünne Strähne. Ja. Also ich war da dann immer raus, weil ich durfte das alles nicht. Aber ich habe dann so ein bisschen versucht, das mitzumachen. Ja. Oh ja, und dann den Kajalstift. Und dann hat immer auch so Blümelcher gemacht. Zum Beispiel du, die haben wir selber gemacht und haben so Dote gehabt und reingeklebt in die Ja, Blumen. ja. Wisch, das waren dann so schwarz und rosa zum Beispiel. Oder in deinem Fall, dir hätte man dann eine schwarze Blume mit Türkis gemacht Ja. und so ein Dote-Kopf zwischen rein und das dann so hier bei der komischen Frisur du neben rein gesteckt. Also ich weiß auch nicht. Ja, und damals haben ja die Vans so der Hype gehabt schon, ne? Ja, hatte ich auch, das Schachbrett war da modern und dann hatten wir es bei Vans Ja. war, geil war, die hatten immer so Obst oder so Lippenstift, so Lipsticks oder Ja. irgendwie so komische Kruschkram war da mal drauf. Und ich konnte halt damals, gab es noch keine Kinder-Vans oder zumindest nicht in Deutschland, als es rüberkam. Weil es kam ja auch so 90er, 2000er waren die Hype und kamen ja so extrem in Snipes und so. Aber ich konnte nie was kaufen, weil das war einfach immer zu groß. Ja, ich habe vielleicht 30 angefangen. Ja, also ich hatte auch so klassisch am Anfang die Slip-on mit dem Checkerboard halt, ne? Da habe Ja, ich auch und Casher tausende. oder so, gell? Ja, pink, ach, ich habe mit Cashe pink, schwarz, ich habe alles Mögliche. Und dann Ja, genau. später, dann habe ich noch die zum Schnüre und jetzt habe ich auch Plateau dann, ne? Die haben jetzt, ach jo, Plateau. Also Vans habe ich tatsächlich viel, ich habe mit Hello Kitty zwei, drei, ich habe mit Snoopy. Stimmt, die wollte ich früher, ah, die Hello Ja. Kitties, war Amo Zeit lang, wie ich noch jung war. Gut, wenn die jetzt noch mal rauskommen und bei Vans, was ich halt so geil finde, es kommt immer mal wieder ein bisschen was. Ja, Zum das Beispiel stimmt. Peanuts Man, ich hatten die auch schon zweimal. Ja, kann sein, ja. Aber die machen es dann immer ein bisschen anders und ich finde es dann auch cool, Wische, weil dann ist es vielleicht so, ja, okay, du hast vielleicht das erste Mal nichts gekriegt, wie jetzt in meinem Fall mit dem Hello Kitty und so. Mit dem Hello Kitty und so, aber Jahre später dann zum Beispiel, ne? Oder ich habe auch so Vans Ja. mit Donuts von Simpsons und Ah, so. die sind geil bei dir, du, die Badelschlappe. Die finde ich cool, Achso, die ja. habe ich gerade, oh, warte, die Badeschlappe, ich kann die zeigen. Ja, die sind geil. Ist halt der Donut vom Sims, Die vom sind echt Hover. geil, ja. Ja, und dann habe ich auch noch so welche, also gut, das sind ja so Badeschlappen, ich ziehe die eigentlich nur für den Ham an, ne? Oder dann, aber die sind auch ein bisschen zu groß, weil es 35. Aber ich wollte es halt unbedingt haben, weil es halt pink, roh, also ne, so pink Ja. wie er jetzt da ist, ist er gar nicht. Ist mehr rosa, aber weil es halt wie ein Donut gemacht ist, ich liebe Donuts. Und dann habe ich aber noch einer, der ist schwarz. Und der war aus der Kinderabteilung. Der passt mir auch besser. Und der hat hier so, ist der so rot-weiß wie von einem Minimaus und hat Das da so sah ganz geil. dicky aufgeplüscht die Schleife. Ja, ich muss mal gucken. Also ich hole es jetzt nicht raus, aber ja, die. Aber ich liebe die Sache von Vans. Ich könnte mich da ganz ehrlich, Ja. also ich habe dir letzten Schuh geschickt und Vans sind einfach so, wenn es wirklich um Turnschuh geht, sind es echt my favorites irgendwie. Ich weiß auch nicht so mit dem Alter geworden, weil die sind klassisch, die sind cool, die kannst du für die Arbeit anziehen, weil die irgendwie ja noch stylisch sind. Die sind aber auch nicht so aufgedreht, weißt du, so, ja, also ich weiß auch nicht, ich finde die so geil. Ja, und ich, also wie gesagt, ich bereue es, dass ich den anderen Donut auch noch gekauft habe im Sale. Aber gut, für was braucht man 1000 Paar Schuhe? Aber trotzdem, lieb einfach mal Vans. Ja. Das ist einfach, ich finde die Marke so geil, weil das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, du kannst auch Vans ohne einen Turnschuh, also ohne so, hier so lockeres Kletscher oder sowas anziehen. Das sieht auch noch süß aus, ne? Wenn du so ein Authentik hast, die sind ja ein bisschen enger. Ja. Jetzt nicht so klobig oder so. Ist schon schön. Ja, und was ich lieb, sind im Sommer Badelatsch. Die habe ich in alle Varianten, also auch von Steve Madden und so habe ich mit Paillette, die so Wechselpaillette haben und so. Ja. Also ich habe wirklich in Plateau, also wirklich alles Mögliche habe ich. Also vorher habe ich Flipflops geliebt, ne? Und vor allem habe ich geliebt die Firma Hawaiians. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt, ne? Das ist eigentlich so die klassische Flipflop-Marke generell von Hawaii, glaube ich, kommen die. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und da konntest du halt, weil ich stehe halt immer auf so Sachen, wo man so customize kann.
Und bei denen konntest du halt, du kannst wie so Pins kaufen und die Pins haben die dann reingedrückt in die Schiene. Ah ja, Habe ich dann mit so Diamante oder mit Blümelcher oder Todekopf, ne? Also richtig cool, von Das ist denen habe ich cool, ein ja. paar. Also da habe ich echt ein paar Stimmt, von denen. was ich A habe, so ein Higuka, und die konnte ich, von denen konnte ich mich auch noch nicht so ganz trennen. Die habe ich auch noch. Du, meine Sneakers in High Heel Form. Die sind geil. Die sind richtig geil. Ja, ich habe mir jetzt auch noch mal überlegt, ob ich mir nochmal ein weiße oder so, weil ich habe hier nur ein schwarze. Also die Haut, die Art, die sehen dann aus wie diese Nike Dunk. Ne? Das ist Ja. ja auch so Art Nike Dunk. Aber, oder wie die, oder Nike Air Force, bin mir ziemlich sicher. Aber geil. Und die haben ja halt einfach ein High Heel, aber ich habe echt schon überlegt, weil jetzt ist hier gerade ein, also es ist hier gerade aktuell alles modern und nichts irgendwie. Wisst ihr so, also egal wie du rumlaufst, weil solange du dich wohlfühlst, ist es cool. Habe ich so Ja. das Gefühl. Es gibt nur so ein paar Richtlinien. Also anstatt Jeans ziehen wir jetzt mehr Buntfalthose und so. Oh, also es gibt so ein paar Sachen, wo sich, ne? Aber dieser Turnschuh, und da habe ich echt gedacht, ey, krass, vielleicht soll ich mir doch mal ein ganz weiße und ganz schwarze, weil die, die ich habe, die haben halt alle Musterungen. Aber Aber wieso so die für sind doch Everyday. cool? Ja, aber für Everyday. Ich meine, es ist, du bist ja schon ein Higuka, wenn du Turnschuhe hast mit einem Absatz. Ich finde die geil. Ja, aber trotzdem, wenn du dir noch, ich habe eine Dote Cap und so, das kann ich mal so anziehen. Also die sind schon richtig schä, finde ich. Also das gab's auch mo. Ich kann mich erinnern, in den 90er gab's auch mo so Turnschuhe mit High Heels tatsächlich von Adidas oder so, ne? Ja. Aber das gibt's jetzt halt gar nicht mehr. Ja, stimmt. Ja, doch. Und was ich halt mag, sind so klassische Lederstiefel, habe ich von Ralph Lauren ganz viele für die Arbeit gehabt, für den Winter. Und für den Sommer hatte ich halt Ballerinas. Also Ballerinas habe ich auch Tausende, wirklich. Muss ich wirklich Ah, sagen. ne, Ballerinas war ich schon nie so der Fan. Ah doch, ich habe viele, also wirklich ganz viele für die Airbud gehabt, weil ich muss auf der Airbud flache Schuhe habe. Aber trotzdem irgendwie schick. Und ich wollte halt nicht so typische Lederschuhe zum Binnen. Das hat mir nicht gefallen. Und da waren die Ballerinas echt immer ganz gut. Finde ich. Also mir. Ja. Ich fand die nicht verkehrt. Aber gut, ich meine, ja, doch. Also ich habe da einige von Donna Karan und Ralph Lauren und so gehabt. Also die habe ich schon ganz gerne auch gehabt. Also ich habe die immer noch, Was ne? ich hier für mich entdeckt habe, sind ja diese Tempelträder. Ja. Die habe ich für mich noch entdeckt. Und dann gibt es hier, wie hießen denn Mokassins, ne? die? Oh. Ja, das sind ja eher Tempelträder, so Richtung Ja. Mokassins, ne? Nee, wie hießen denn die? Das sind so wie so Halbschuh. Jetzt vielleicht gesagt Halbschuh. Das sieht aus wie so Männerschuh mit klobischer Absatz, oder? Ja, ja. Wie wenn Männer so Ja, ich weiß, was du meinst. Mokassins-mäßig, Ja. ach, wie hieß dann das? Die sind so klobig, aber, weißt du, was ich Ja. meine? Ja. Warte mal. Und die hörst du gern, oder was? Ja, oder was ich gerne habe, sie sind Budapester, also das sind ja diese typische Männerschicke Schuhe. Ja. So für Trederschuhe, aber für Frauen. Hier ist es ja Budapester, habe ich mal gelesen. Die finde ich geil, die habe ich ja in Rosé Gold. So welche. Die sind schön, ja. Aber die andere, du, warte mal, wie hießen dann die? Klobige, schicke Schuhe, warte mal. Oh, weil ich nicht weiß, wie das heißt, aber das kommt doch dann bestimmt. Ja, also es sind Loafer. Ja, es sind Loafer, Ja. aber klobig. Warte mal, ob man es hier sieht. Der ist zum Beispiel von Buffalo. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Ja, ich glaube, man hat es gesehen kurz. Der Ja. ist halt blöd, dass er ein Weißer war. Aber warte mal, hier sind, weißt du nochmal? Ja. Ja, ich weiß welche. Und die hast du für dich Ja, entdeckt. und. Nee, also die habe ich noch nicht, aber so welche hätte ich gerne noch, weil ich das, glaube ich, ganz cool finde, so mit meiner. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Weil die sind irgendwie schick, aber durch das klobische Grundgewicht tut es das so ein bisschen downgrade. Also nicht ganz so schickimicki aussehen lassen. Ja, mal gucken, muss mal gucken. Weil es ist aber halt wieder, wie gesagt, das Problem.
Mit meine kleine Fies ist das halt Die doof. waren schon mal modern zu Michael Jacksons Zeit. Ach so, 90er. Die Loafers. Ja. Die Loafers. Ja, aber ich bin halt einfach, ich sag's dir so, wie es ist, wenn ich sowas sehe, was in den 90er schon mal modern war, da wieder die Baggy modern und so. Also ich liebe das einfach, weil vielleicht ist das so, weil man in der Zeit geboren ist und das, man fühlt sich so dann Kansai. so. Deswegen holen die das bestimmt auch immer wieder hoch. Ich meine, gut, die haben langsam eh keine Ja, Idee aber mehr. genau, Aber es fühlt kommt sich ja dann immer alles noch einmal wieder. so. Ja. Wenn ich Ach, überlege, sind ja Momo. wieder diese Madeleine Dietrich, ne, die Mary Ja. Jane Schuhe sind ja wieder modern. Ja. Furchtbar. Also das wäre das Letzte, was meine Fußklemme tät. Ohne Scheiß. Also dann lieber du diese klobische Dinger du. Aber das ist, passt besser zu mir, weil du so Mary Jane oder Mary Kate oder wie die du auch alle hießen, diese möchte gern süße Schuhe du. Furchtbar. Oder der Korkschuh, Nee. der Dommer hasst Korkschuh. Aber die waren ja auch schon Korkschuhe. mehr als MOIN, ja, Die so Retro. Keilabsätze, Ja, ja, habe genau, ich ja, mit Kork. korkische. Ja, man darf nichts wegschmeißen. Man muss an Schuh wirklich alles aufhören, es kommt alles wieder. Tatsächlich, also finde ich ja, dass es immer wieder kommt. Also bei Schuh merkst du, also bei Klamotte auch, aber bei Schuh merkst du halt extrem. Und ich finde, Schuhe sind auch immer noch so was Besonderes. Wobei ich jetzt sagen muss, zum Ja. Beispiel, was ja auch viele haben, sind ja diese Hermès-Dupes da, ne? Diese Ledersandale, die hat ja auch jeder, ne? Wo so dieses Haarhorsch so, ich weiß gar nicht, wie die Ja, heißen. Die haben doch, von ja auch. Hermes. Ja. Also da von die Dupes haben wir super viele auch. Wobei auch viele so die Designerschuhe Ach an sich Gott. kaufen, ne? Ja, ich guck nur gerade oh, nur Dennis, so Sneaker High Heels. Aber ich glaube, der Geschäft ist auch ein bisschen zurückgegangen, weil die hat zwischendrin immer voll der Hype, aber jetzt ist auch nichts mehr Ja, Neues. also du, ja. Die Missy Rocks. Ja, also ich muss Was halt sagen. aber bei der cool ist, auf der Seite, weil du kannst dir den High Heel, also die hat auch 35 und das passt bei mir wie Orge Gosse. Und dann kannst du dir den Absatz wählen, ob du einen 8,5 cm Absatz haben willst oder 10,5. Also ich habe bei meinen Schuhen immer 10,5, aber ich liebe es auch, dass die so hoch sind dann. Ja. Ja, aber die sind auch teurer geworden, die Schuhe. Aber ich finde, es geht noch. Also ich glaube, die hatten nur 95 €, jetzt sind es 120, 25 € in 4 Jahren. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor 4 Jahren oder sowas Ja. bestellt oder so. Finde ich, ist okay. Also, ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, was ich so faszinierend heutzutage finde, bei uns früher musste wirklich alles passen. Also du hast mir so von, sag ich mal, Hut zu den Schuh, hat alles irgendwie zusammengepasst. Über die Gärtel, über die Näschel, über den Schmuck, über, also wirklich, hat alles so gepasst. Und ich finde, heutzutage bei der Jugend ist es irgendwie so, die haben die Klamotte von Shein. Oder von, was weiß ich, ne, so günstig auch, Ja. aber dafür dann die Prada-Latsche für 500, 600 €, die Louis Vuitton-Tasche für weiß ich nicht wie So viel. sehen die aus. Und die sind schön, ja. Aber die gibt es leider nicht in Weiß, habe ich gerade gesehen. Weiß gibt es sie nur mit Strassstelle. Aber ist auch okay, passt hier zu der Frau Gessner. Zeig mal die Straße. Warte. Die sind schön. Ja, schön. Also warte mal, irgendwo sieht man sie, glaube ich, wo die Dior hat, am Fuß. Also so krass sieht die Straße stellt's nicht. Ach, das riecht mich voll Das auf, sieht man du, jetzt das nicht so Ding. gut. Ja, warte mal, weil das nicht fokussiert. Ah ja, jetzt. Also ein schön. Also das geht mir so auf den Sack, du. Warte mal, ich komme mal mit dem Bild. Ja, ist schön. Ja, also ich finde die Schuhe ganz cool. Es ist halt so, wisst ihr, das ist halt ein Statement. So wird, glaube ich, keiner ins Büro kommen. Ja. Die gestern schon. Ich muss mal wieder die Kader rollen lassen. Ja. Nee, aber ich, wie gesagt, ich finde es so faszinierend, dass so die billig Klamotte, sag ich mal, angezogen werden und dann aber die Ja. 800 € Schuhe und die 2000 € Handtasche, ne? Und keine Ahnung, ist 2000 € Handy in der Hand, wisst ihr so? Oder die Jetzt Apple hat jeder Watch dann mich noch am gesehen. Arm. Das musst du doch mal zensieren, du, mit meiner Also. Unterhose. Du musst ja so Sensor drüber machen. Oh, hä?
Das erlebst du auch nur mit der Jessna. Ja. Und was die auch alle Naja, haben, also, ja, wollte ich also, gerade sagen, alle, die teure Tasche. Wie du ja. sagst, 3 € T-Shirt, aber die 2000 € Handtasche. Ja, also das gab es bei uns früher nicht. Dort müssen alles zusammenpassen. Entweder hast du dann wirklich Ja. günstig auch gehabt vom H&M, ist ja okay, Wäsche. Oder du hast dann Ja, halt die aber da Marke hat auch keiner gehabt. sowas gesagt, irgendwie. Nicht so Nee. krass. Nee. Nicht so krass wie halt. Nee, oder ich freue mich wirklich manchmal auch, dann haben die du alle diesen Cartier-Ring an. Hast du es mal gesehen? Diesen Da kenne ich mich wieder nicht Cartier-Armband. mit aus. Cartier-Armband und Cartier-Ring ist bei denen ganz innen. Das haben die dann alle. Oder die teure Sonnenbrille dann, welche für 300, 400 Euro, aber wie du sagst, 3 Euro top. Da denke ich mir dann, ich weiß nicht, passt für mich nicht so. Also ich kann nur sagen, mein Blues ist vom Zara, die hat, glaube ich, 17,95 gekostet. Und mein Handtasch ist, ich habe dann aber Handtasch in der Qualität. Also ist für mich okay, wisst ihr, was ich meine? Also ich habe auch mal teure Goodies, muss ich sagen. Ich habe auch, was heißt mittlerweile, ich glaube, du kriegst kein Hahn mehr denn nur, aber ich habe auch noch so Michael Kors, so geile Dasch, die so rot mit beige und cognacfarbenen Braun und so. Und da habe ich die passende Schuhe dazu, der ist dann halt nur knallrot Lack und aber der Geldbeutel auch zu der Handtasche. Aber das sind Sachen, die gebe ich auch nicht her, ob das jetzt noch modern ist, der Michael Kors oder nicht, ist mir scheißegal. Ja. Die Tasche gefällt mir einfach, wieder schmeckt. Aber das sind so meine Kostbarkeiten, aber so, dass ich jetzt so großartig nur übers Ziel hinausschieße oder so, das auch nicht, also. Ja, ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie muss es, also für mich muss es irgendwie halt so ein bisschen passen. Ich Ja. finde es halt ein bisschen komisch. Aber gut, wenn du sagst ja einfach zu mir, ich habe das Talent, billige Sache teuer aussehen zu lassen. Ja, na klar, um Gottes Willen, es geht ja nicht um billig und teuer, nur ich verstehe halt auch die Relation nicht, warum habe ich Ja, mein von 3 zu 2000, 3-Euro-T-Shirt, ja. ja, das, warum, für was, weißt du, was ich meine, so, verstehe ich nicht so ganz. Dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung, sich im Primark dann noch die Tasche kauft, ist ja in Ordnung, weißt du, aber muss es dann gleich die 2000 € Louis Vuitton-Tasche sein, weißt du? Ah, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber du, ich musste auch so lachen, weil zum Beispiel die Range, die ich mir du gekauft habe von, wie hieß das? Bugatti. Ja. Ist ja Kunstleder, ja. Und dann habe ich aber auch, ich fand es so lustig, die Mutter vom Die, die hat dann auch gleich gesagt, aber das ist kein Leder, das ist kein Leder, das ist Kunstleder und so. Und das ist nicht echt. Wische. Aber ich denke mir, ich habe mir dann halt so gedacht, sie hat es jetzt wahrscheinlich nicht böse Ja. gemeint, ja. Aber ich dachte mir dann halt so, ja, wen juckt's? Ging mir Ja. drum, mir hat es gefallen. Mir hat es einfach gefallen. Das hätte von mir aus Plüsch sein können oder so. Wenn es Ja. mir gefällt, ist mir das egal, was das kostet. Und es ist ja, ich meine, Bugatti, ja, ist jetzt nicht die beste Marke, aber auch nicht die schlechteste Marke. Ja. Also, nur mal Beispiel, du kostest so ein kleines Geldbeutel auch schon 50, 60 Euro Ja. aufwärts, wisch, und das wäre nur von so einem winzigen. Also von daher, wie gesagt, und ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, aber dass die Leute dann überhaupt so krass so drüber notdenken, gell? So, aber das ist kein Leder, aber das ist das. Ja, vielleicht will ich auch kein Leder. Wisch es so, vielleicht will ich Ja. das kein echtes Leder. Ja. Weil ich gegen Tiere, gegen dieses, wisch es so, oder für Tierwohl. Hast du gemacht, Frozy? Warum? Wir machen Moje 9. Und jetzt hat der Frosty heute Chips noch einmal geholt und wir haben noch ein Eis für heute oben, weil morgen geht's los. Oh. Bin ich mal gespannt. Ja, hör bloß auf. Wo waren jetzt im Späti oder was? Ja, im Späti, ja. Warst du im Späti, gell? Warst du im Späti? Im Lidl war er sogar noch. Ja. Naja, gut, da hat er bis 10 Uhr. Oder gerade gehabt. Ah. Also nicht spät. Aber der Angelo Weg sagt, glaube ich, hat was ein Späti ist. Nee. Die 24-7-Tanke ist ein Späti. Sagt man in Berlin oder so, gell? Ja. Späti. Ah, der Der Schoppa ist jetzt Späti. aber wieder heller, kann das sein, Nomo? Ja. Ja, mein Arbeitskollege hat letztens argument, es geht mehr ins Blond. Ich so, ja,
Aber es ist auch heller. Also ich bin Ja, auf jeden okay, ich Fall wollte heller gerade als vorher. sagen. Und wenn ich jetzt das Silbergraue, das darf ich gar nicht so lange, deswegen, ich habe es jetzt so nicht drauf gemacht. Weil wenn ich es jetzt nämlich drauf mache, ich muss nämlich so aufpassen jetzt, weil die so hell sind, 5 Minuten und dann abspüle oder so. Weil schon schwätzt, das nimmt halt die Farbe jetzt total auf, verstehe ich schon. Jetzt ist halt mehr so blond, ja. Schär aber. Aber trotzdem hellblond, aber ich bin auf jeden Fall heller als vorher. Ja. Emo noch oder so. Aber Ende des Jahres, Emo. Und guck, das Gelbe da ohnehin mal abgeschnitten, aber bis ist halt noch, aber so, mir hätte es abgeschnitten, weil sie hat, ja, ich muss da einen Teil abschneiden, weil die waren a little bit game overs dann. Ah, Ja, die sind schön. da so dünner geworden. Aber ja, ich finde es auch, es ist halt, ja, so ein leichter. Yes, also das sieht nur eine Kamera vom Licht jetzt wahrscheinlich so gelblich aus, aber eigentlich hat es ist wirklich sicher hier, guck. Das, was du da siehst, wenn es so schimmert, so sind sie eigentlich so weiß, blond. Schön. Ja. Es Und ist halt immer, wie das Licht fällt. bist du Siehst eigentlich du es? zufrieden mit dem Pony? Ja, also die Endzeit, du ist mir immer noch ein Tick zu lang, aber die wollte jetzt halt, wir müssen das erste Stück rausschneiden lassen, weil der eine Teil verschnitt ist. Guck, der ist nämlich dünner, siehst du? Ah Und ja, geht mehr so ins stimmt. Gesicht. Und der Teil, den haben die mir immer zu kurz geschnitten. Siehst du Ja, das? stimmt, ja. Der hängt daneben. Jetzt habe ich halt gedacht, ich lasse jetzt erst mal in Ruhe und gucke, dass es nicht so auffällt. Ich mache es immer halt ein bisschen so und Ja, mache da gefällt vorne das weg. jetzt mit Pony besser, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall, oder? Ich finde, es macht mich ein bisschen jünger. Mach's mal weg. Was beides schön. Ja, ich kann auch beides noch machen. Weil Ja. wenn ich das so jetzt auf die Seite mache, dann muss ich halt nur gleich so föhnen, Ja. damit deine Mitte nicht so zusammen geht. Und Ja. dann geht's ja noch, weil die haben mir das ja eigentlich, die Seite ist besser geschnitten. Guck, das siehst du auch, weil die fällt auch ganz anders. Ja. Siehst du? Also und diese bisschen härter, ich weiß auch nicht. Also ich muss so ein bisschen nochmal gucken. Aber dann fällt es nämlich so. Aber Aber ja, schön, ja. ich mach's immer so ein bisschen so. Weil es Schön. auch gerade modern ist so. Also eigentlich modern, ach, die zuppeln sich das so also ein bisschen zurecht, wie ich so ein bisschen, dass das also absteht, so ein bisschen so Aha. flauschelig ist. So. Aber ja, ich kann mehrere Möglichkeiten machen. Ich kann es ganz wegmachen. Ich habe es auch schon so zurückgetragen, sieht auch gut aus. Stimmt, Oder schön. so, wenn ich keine Lust habe. Aber das mache Schön, ich ja. halt, das mache ich nicht nur um Farbe, weil jetzt ist ja schon ein paar daher, ach, der Filter. Jetzt kommt schon langsam, guck, da kommt schon Der teilweise wieder Aussatz. Maihoffarb, ja. Ja. Aber wenn du frisch gefärbt bist, dann ist ja alles weiß. Ja. Dann sieht es so ein bisschen hellmäßig aus, wenn, also jetzt sieht es schon wieder ein bisschen natural aus, guck. Kommt Ja. schon so leicht. Ja. Habe ja auch vor 10 Tagen gefärbt. Also sicher mal vor, aber wenn du 7 Tage hast du schon so einen leichten Aussatz gemerkt, voll schnell, wie schnell mein Haar wachsen. Stimmt. Aber das habe ich ja noch gar nicht erzählt, das weiß die Uschi noch nicht mehr. Also, weil es ist ja eigentlich ein Oh. Video für die Uschi. Das habe ich gekauft, aber Was denn ich habe das? nochmal so frische Tapes gekauft, weil, aber du, so blöd, du musst schon mal hingehen. Guck, ich bin sogar heller als die Tapes, aber ich habe mir sogar Ja. über, guck mal, weißt du noch, wie weiß die Tapes damals Ja. waren? Guck mal, ich bin heller als die, also die sind gelblicher, siehst du? Ein Tick Krass. gelblicher. Ja. Ja, aber das Lust, und das sind die hellste, die sie haben. Also heller Ja. geht nicht. Muss die so ein bisschen so lila Wasserfarbe wischen, dass die so ein bisschen gräulicher Ja, werden. was willst du damit Weil, machen? ich wollte, das sind nur so 4 Stück, also 2 pro Seite. 1, 2, 3, 4. Weil ich wollte es hier, siehst du, die Kotze da. Ja. Ich wollte das nicht. Und jetzt kann ich das nämlich hier so ein bisschen neu machen, so. Muss ich dann nur ohne abschneide. Aber dann ist es hier schon, also ich habe es jetzt ablegt gesetzt, ich würde es ein bisschen versetzter machen. Ja. Aber welche, dann ist du ohne das Stück, gerade das Stück ist dann weg und dann sieht es gerade aus. Weißt du, was ich meine? Ja, das Ich stimmt, habe es jetzt ja. auch falsch hingesetzt. Aber ich wollte gerade hier so do und do ends oder so, und dann ist das Stück ist ausgeglichen und dann schneide ich das gerade ab. Aber die haben vergessen, also ich weiß nicht, entweder waren Kenny drin oder muss man die extra kaufen. Ich hatte diese Kleber nicht. Und ich habe das Päckchen, also es war eher Päckchen, ich habe nicht so viel Wäsche, wie Ja. gesagt. Also, wenn ich das jetzt so nice setze, so da vorne irgendwie, mal gucken, wie ich das dann setze. Ich habe schon ein Video geguckt.
Das ist jetzt, stell dir vor, ich schneide es ab, guck nur, es ist nämlich gerade. Ja. Nun sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, nicht so franselig so vorne. Aber ich muss halt erst nochmal durch das Lilane ziehen, weil du siehst, es fällt halt auf, weil halt mein Haar schon heller sind oder nicht mehr so gelblich wie die. Ja. Krass, gell? Und jetzt überlege dir mal, wo ich doch dunkelbraun war, das sind genau dieselbe. Krass. Und jetzt kann ich sie schon irgendwie verwenden. Also ich habe das Päckchen einfach neu gekauft, zwei App-Päckchen. Sind 8 Stück, also 2 pro Seite. Weil, weißt du, wieso? Achtung, halt ich mal fest, das ist so ein kleiner Schwank, Achtung. Also das sind 30 Zentimeter. Siehst du, wenn ich die hochklebe, geht. Also gut, Ja. bei ihr, wenn ich die von oben ohne klebe, ist es ein bisschen krass. Da Ja. fehlt mir dann ein Stück, also müsste ich sie nochmal Ja. länger kaufen. Ich will sie aber hier neu kleben, weißt du, und dann, damit sie ja nicht so auffällt. Und dann Ja. schneide ich ohne das ab nur Stick. Okay, aber auf jeden Fall halte ich fest, habe ich beim Friseur gefragt, ah ja, ob sie mir da so 2 Stück neisetzen kann, wie viel das kostet. Hocksche gut. Aber muss Ja. halt bedenken, die haben halt nicht wie ich 30 Zentimeter, sondern die kaufen gleich 60, weil die Ja. meiste Frau wollen sie viel länger. Ja. Okay. Hocksche gut. Ja. Zwischen 150 und 250 Was? Euro für 4 Tapes. 4 oder 6, also entweder 2 oder 3 pro Seite sind wir dann zwischen 150 und 250. Boah. Dann habe ich zum Die gesagt, ich glaube, die Hänsel nämlich all beisammen, weil ich weiß nämlich, wie man die setzen muss. Ich habe nämlich extra Video geguckt, du musst halt hier jetzt so Platz lassen, dass wenn ich zum Beispiel die Haare zurück mache, dass es so drüber geht. Und dann muss ich sie Ja. diagonal drauf kleben. Das heißt, ich klebe zum Beispiel do eins nein und do oder so. Oder lass dann nochmal stehen, frei, mach noch einmal, ne? So. Auf jeden Fall, und ganz ehrlich, das lila Shampoo habe ich auch, da mache ich gerade, ich habe auch geguckt, Endtropfen ins Wasser, die die einmal so durch, so, du die ausringe und dann sind die ungefähr mein Farb. Und zudem bei meiner Haar, wenn das ein Ticke anders ist, fällt es gar nicht auf die Ja. Zwischensträhnchen durch, ja. So, auf jeden Fall. Ja, genau, da klebe ich die Nei, schneide die ohne gerade ab, ich meine, ich will dir nichts Großartiges. Und die Dinger, die, also das sind jetzt pro Kopfseite 2 Stück, also Ja. Obe ohne. Ohne, also 4 Tapes, ne? Ja. 8 Tapes insgesamt. 40 Euro. Da kann ich nichts sagen. Ah ja, und es ist ja die, der Witz ist, das sind dieselbe Hor, die die auch kaufen. Ajo. Verlocke. Das hier ist ein Geschäft, weil die meisten in meinem arbeiten mit der Firma zusammen, weil es halt echt Haar ist, ach und alles, bla, bla, bla. Und weil, wenn du was brauchst, kannst du halt schnell hier rennen, als Ja. Friseur, im Notfall, ja? Falls du jetzt ends nicht do hast oder zu wenig. Also sei mir nicht böse, aber das sehe ich nicht euch. Selbst wenn es nicht 100% perfekt ist, für 40 Euro. Also das sehe ich nicht, oh, dass ich durch Ja. jemanden, sei mal nicht böse, aber das ist wirklich eine Haarbeige zu. Weil ich will ja okay, komplett Verdichtung. Ja, das stimmt. Also sorry, die hätte ja auch gesagt, keine Hohlstädte, Päckchen Tapes, ich setze der für 50 oder 80 Euro. Oh, hätte ich auch noch gemacht. Ja. Wenn sie mir so noch angepasst hätte in den Farbton, ja, aber jetzt ganz im Ernst, das mache ich selber. Sag ich das so, wie es ist, du willst. So, 2 Strähne. Man hat ja damals die Strähne auch nicht bei mir gesehen. Aller sicher, das ist mein Ziel, dass man es nicht sieht, sondern dass nur der Uno ein bisschen gerader ist Ja. und gut ist. Also wird sowieso nicht, da wird nichts schief gehen. Mich jetzt schon. Du bist Vielleicht wieder hackst du zu es mit dem arg. Farbton. Ja, jetzt sind wir wieder von Arschback auf Kurbacke, gell? Aber so ist es beim Pelzer So ist es Stammtisch. beim Pelzer Ja. Stammtisch. Warte mal ab, ich muss morgen wieder die Selbstbräuner-Routine durchziehen. Aber schön war es auf Da guck jeden mal, wie Fall. weiß ich bin. Ja. White Skin bin ich heute. Also schön war es. Und nächste Woche sind wir wieder mit der Ursel vereint. Jo, mal abwarten. Ja, Die, doch, das, doch. Das die Madame, die kommt ja nur, wenn es genehm ist. Fahrrädel, ja. Uah, ja. Nee, schön war's, Jessna. Dann sag ich mu tschö mit Ö. Tschüss, Mädel. Good night. Sleep tight. Samo, habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Ja, gell? Ja, oh Gott, eben hast du mir voll Schiss gemacht. Ja, Doch, Aufzeichnung läuft. schlafst. Oh Gott. Leck mir am Arsch. Oh, stell dir mal vor, das hätte man Das jetzt wäre nicht gemacht, krass. ne? Oh. Guck mal, Jenny, das wollte ich ja noch zeigen. Guck mal, wie das jetzt schon abgebrochen, ne? Es ist mir bei in Kirschzarten schon abgebrochen, nur 2, 3 da. Also müsste Also gerade richtig. hingehen.
Ja, also richtig frech für 100 € soll ich dir was sagen. Mir ist jetzt gerade wieder der Krache geplatzt. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, jo, ich habe hier jetzt wieder die Form. Entweder gehe ich durch hier, dann kriegen sie echt ihr allerletzt die Chance. Oder ich habe schon überlegt, ich habe jetzt die Form, ich mache es jetzt einfach wieder selber. Oder das, ja. Weil ganz ehrlich, denn gerade Strich, dann hole ich mir beim Neonail, hast du schon gesehen, den Stempel do, wo du das so neid kriegst, Ja. du machst gerade so einen Strich und machst so, alles Ja. kriege ich noch besser hier wie die dann. Ja. Weil die sind nämlich Arschhepp an manche Stelle, wo ich mir denke, naja, also im Nagelstudio erwarte ich, dass das Perfektion ist. Ja. Ey, ich hatte so einen Boah. Hals, Hockenkirchzarten, noch vor meinem Geburtstag. Das war ein Mittwoch oder so. Ja, genau, an der Heimreise sind Andreas und ich wieder heimgefahren. Ich sag's dir, sitze ich da, hab was gemacht, dann klickt es einfach ab. Und gestern oder vorgestern oder so ist die andere Seite noch abgeblickt. Ich habe gedacht, ich brech ab. Aber Oh. gut. Alles Aber es sieht klar. eigentlich schwer aus, gell, so. Ja, aber mir gefällt das Brede besser. Ja, ich finde aber mit meinen schmalen Händen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich Aber ja, ich habe mir überlegt. weiß, das ist jetzt modern, aber mir gefällt das Brede Ja. besser. Wisst ihr, was ich das nächste Mal wieder mache? Baby Boomer. Das ist Ja, einfach das genau. Beste. Das stimmt. Ja. Okay, alle, Alla gutes Nächtle. Jessan, ciao. Tschüss.